nicht erreicht worden, aber weiter abwärts geht es mit den Gasantrieben. Also hier tut sich unheimlich viel in Deutschland und immer noch wahnsinnig beliebt. Hallo, hier ist Julian von der Interessengemeinschaft Elektromobilität Berlin-Brandenburg. In diesem kurzen Video werfen wir gemeinsam einen Blick auf drei aktuelle Veröffentlichungen. Stand 4. Februar 2021. Es geht darum, wie entwickelt sich die Elektromobilität im Jahr 2021? Wird 2021 nun endgültig das Jahr zum Durchbruch der Elektromobilität? Und wie sind wir aus dem Jahr 2020 herausgekommen? Und zwar fangen wir an mit der aktuellen Pressemitteilung des Kraftfahrtbundesamtes vom Januar 2021 mit ganz interessanten Zahlen. Ich habe wie immer die entscheidenden Punkte hier schon mal in gelb markiert. Wir fangen einfach mal gleich im zweiten Abschnitt an, nämlich mit massiven Einbrüchen bei den Verkäufen, unter anderem bei Audi mit -47,4%, Mini -41,5% und Ford auch -41,1%. Also deutliche Einbrüche der Verkaufszahlen im gesamten Fahrzeug-Pkw-Fahrzeugsegment. Porsche mit nur -3,9% ist da anscheinend noch am besten aus dieser Phase herausgekommen, die natürlich Corona-bedingt ist. Anteilsstärkste Marke war immer noch Volkswagen mit 20,1%. Glückwunsch in dem Fall an Volkswagen. Ja, starke Importmarke ist Tesla mit 23,4%, gefolgt von Volvo. Auch hier Glückwunsch an Tesla, die sich sozusagen von dieser Corona-Krise, von dieser Fahrzeugkrise fast unbeeindruckt zeigen und nach wie vor so ziemlich jedes Auto verkaufen, bevor es gebaut ist. Blättern wir ein bisschen weiter, beziehungsweise gehen wir einfach ein bisschen weiter runter in dem Text. Dann stellen wir immer noch fest, dass die SUVs trotz starkem Rückgang von -26,4% immer noch das stärkste Segment bei den Fahrzeugen bieten. Also diese Fahrzeugklasse, die sind immer noch wahnsinnig beliebt, übrigens gefolgt von der Kompaktklasse mit 19%, allerdings auch hier ein Rückgang um über 32%. Jetzt wird's spannend, denn jetzt schauen wir mal gemeinsam darauf, wie diese neuen Fahrzeuge denn angetrieben werden. Und hier setzt sich eigentlich ein Trend fort, den wir in den letzten Monaten auch schon so beobachtet haben, nämlich benzingetriebene Neuwagen gehen in der Käufergunst immer weiter zurück. Im Vergleich zum Vormonat -50,3%, der Anteil beträgt jetzt nur noch 37,1%. Und auch bei den dieselbetriebenen Pkw geht der Abwärtstrend weiter. Sie sind nur noch mit 26,1% bei den Neuzulassungen vertreten, ein Rückgang von fast 45%. Also der Abgesang der klassischen Fahrzeugantriebe geht nach wie vor weiter. Dementsprechend werden natürlich alternativ angetriebene PKWs stärker zugelassen. Die Anzahl der zugelassenen Elektro-PKW beträgt jetzt inzwischen 9,6%. Das heißt, der positive Trend hat sich fortgesetzt. 16.315 Elektro-PKW wurden im Januar 2021 zugelassen. Ein Rückgang gegenüber Dezember, aber das ist klar, denn im Dezember haben viele Hersteller ausgeliefert, was das Zeug hält, um die CO2-Grenzwerte noch punktgenau oder möglichst punktgenau einzuhalten. Die Anzahl der Hybridfahrzeuge war weiterhin sehr, sehr hoch. Fast 45.500 Hybridfahrzeuge wurden im Januar zugelassen. Auch hier wieder ungefähr die Hälfte als normale Hybridfahrzeuge und die andere Hälfte als Plug-in-Hybridfahrzeuge. Also hier sieht man diese Antriebsart, insbesondere die Plug-in-Hybride, sind nach wie vor sehr beliebt. Dazu später ein bisschen mehr. Weiter abwärts geht es mit den Gasantrieben, die zusammen einen Rückgang um über 35% hinnehmen müssen. Heißt also Erdgas, Biogas und autogasbetriebene Fahrzeuge. Das waren beim Erdgas gerade mal 260 Pkw und beim Flüssiggas gerade mal 340 Pkw, die zugelassen worden. Und interessant ist, dass man in den Pressemitteilungen von Zukunft Gas auch jetzt hier keine Jubelmeldungen mehr lesen kann, wie in den letzten Monaten, sondern anscheinend auch hier langsam die Ernüchterung einkehrt, dass das Thema Gasfahrzeuge gar kein Thema ist, zumindest bei den Pkw. Bei den Nutzfahrzeugen mag das sich vielleicht in Zukunft noch ein kleines bisschen verändern, vor allem wenn es dann auch in Richtung Wasserstoff geht. Schauen wir mal auf die Zulassungskurven hier. Bei diesem Diagramm können wir deutlich sehen, die grüne Kurve, ich habe es mit dem blauen Pfeil gekennzeichnet, dann sieht sehr stark den wirklich dramatischen Rückgang der Neuzulassungen
Das ist wirklich ein Einbruch, der sich in Anführungszeichen sehen lassen kann, mit Sicherheit aber auch mit einem hoffentlich absehbaren Ende der Krise irgendwann im Frühjahr und Sommer 2021 sich die ganze Sache wieder stabilisieren wird. Gehen wir mal weiter in der Pressemitteilung des Kraftfahrtbundesamtes. Dann seht ihr hier nochmal die Veränderungen der Zulassungszahlen und ich habe euch hier in Blau nochmal eingekreist, einfach die beiden, die trotz Krise mehr Fahrzeuge zulassen konnten, nämlich das waren Tesla und Volvo. Heißt im Zusammenfassung hier, also das geht weiter, die der Zulassungstrend bei Fahrzeugen mit alternativen Antrieben geht positiv weiter. Es werden nach wie vor sehr viele Monat für Monat sehr viele Elektrofahrzeuge zugelassen und der Trend beim Plug-in-Hybrid geht weiter nach oben. Es werden also nach wie vor weiter sehr, sehr viele Plug-in-Hybride zugelassen. Das ist sicherlich auch eine Folge von einer ausgeweiteten Modellpalette. Es kommen Monat für Monat neue Modelle auf den Markt. Das geht bei den Plug-in-Hybriden einfach ein bisschen schneller als bei den rein batteriebetriebenen Fahrzeugen. Jetzt schauen wir mal ein bisschen weiter, denn wir wollen ja so ein bisschen gucken, wie sieht denn der Stand aus? Wo sind wir rausgegangen 2020 und wo geht's vielleicht 2021 konkret hin? Hier habe ich euch mal aufgerufen, das aktuelle Poster der NOW GmbH, die monatlich solche Poster rausbringen zu unterschiedlichen Themen. In 2021 im Januar war es ein Poster zum Thema Deutschland, saubere Mobilität in Deutschland. Und sehr schön hier dieses Diagramm zu den Zulassungen in 2020. Wir können also hier eindeutig an den Balken sehen, dass die Anzahl der zugelassenen Elektro- und Plug-in-Hybrid-Fahrzeuge also Monat für Monat fast schon zugenommen hat, mit einer leichten Delle mit einer leichten Delle im Sommer. Aber insgesamt haben die Zulassungen massiv zugenommen. Ihr wisst, wir waren am Schluss bei fast schon 45.000 zugelassenen Elektrofahrzeugen. Das hat sich jetzt ein bisschen nach unten korrigiert, aber das war im Prinzip auch so zu erwarten. Wir haben also insgesamt in Deutschland ungefähr 330.000 zugelassene Elektrofahrzeuge, batterieelektrische Fahrzeuge auf den Straßen. Damit ist das 1 Million Ziel der Bundesregierung 2020, was ja vor einigen Jahren mal ausgegeben wurde, nicht erreicht worden, aber wir sind trotzdem auf einem sehr, sehr starken Weg. Wir haben knapp 1000 Brennstoffzellenfahrzeuge auf der Straße. Wir haben inzwischen geförderte Ladepunkte, die in Betrieb sind, geförderte Ladepunkte, die zugelassen wurden für die Förderung von rund 30.883. Die sind noch nicht alle im Bau. Das heißt aber, dass auch das Thema Ladeinfrastruktur immer weiter vorangetrieben wird. Viele, viele tausende Ladestationen sind im Moment im Bau und es werden Monat für Monat neue zugelassen. Ja, das ist also ein sehr schöner Ausblick. Hier nochmal ein bisschen was zum Thema Wasserstoff, was jetzt nicht ganz so interessant ist. Aber wir können auch hier unten nochmal sehr schön schauen. Zum Beispiel das Thema betriebene Busse in Deutschland. Und zwar, wir haben inzwischen über 750 batterieelektrisch betriebene Busse, knapp 50 wasserstoffbetriebene Busse im Einsatz. Also auch im öffentlichen Personennahverkehr geht einiges voran. Und NOW zeigt uns jetzt hier auch nochmal einen Überblick über die bereits aufgebauten, also über den Bestand der Ladeinfrastruktur. Und hier an der Karte kann man halt sehr schön deutlich sehen, naja, wir haben so drei Bundesländer, die wirklich hier vorangehen, vor allem Bayern, Baden-Württemberg, und auch Nordrhein-Westfalen mit wirklich beeindruckenden Zahlen an Ladeinfrastruktur, die hier vorangehen. Wir haben so ein paar Bundesländer, die so im Mittelfeld liegen. Also dazu gehört zum Beispiel Niedersachsen, ja, hier mit etwas über 3000 Ladestationen. Das sind Normalladestationen. Und die in Rot eingekreisten Bundesländer, das sind die, die irgendwie so ein bisschen Schwierigkeiten haben. Dazu gehört zum Beispiel Brandenburg, dazu gehört aber auch Sachsen-Anhalt, Thüringen gehört dazu und das Saarland, die in der Anzahl der Ladepunkte einfach mal hinterherhinken, was jetzt nicht unbedingt zwangsläufig bedeuten soll, dass man dort keine Ladepunkte findet, wo man sie braucht, denn die Bundesländer sind auch unterschiedlich groß, sie haben unterschiedliche Bevölkerungsdichten, sie haben eine ganz andere Struktur, aber wir können trotzdem deutlich sehen, wo in Deutschland so ein bisschen die Musik der Elektromobilität spielt und wo man noch ein bisschen am Notenlernen ist. Hier besteht also durchaus noch Nachholbedarf in einigen Bundesländern. Das Bremen hatte ich eben nicht genannt, Bremen mit 254 Ladepunkten, da lässt sich auch noch ein bisschen was machen. Ja, und um das Bild jetzt komplett zu machen, blicken wir mal hier auf den PKW-Marktmonitor vom ICCT. Auch hier, die haben dazu sich geäußert, was 2020 ist und wie es vielleicht weitergeht. Und das Erste, was sie feststellen, ist das, was wir alle wissen, nämlich, dass wir in den letzten Monaten einen massiven
Zuwachs an Neuzulassungen von Elektrofahrzeugen verzeichnen konnten. Im Dezember ist dieser Anteil sogar auf knapp 27% gestiegen. Das also wirklich eine bombastische Zahl. Die Hälfte davon allerdings Plug-in-Hybride. Und insgesamt haben sich damit der CO2-Wert pro Kilometer nach WLTP gemessen von 2019, da lagen wir bei ungefähr 157 Gramm, jetzt auf Ende 2020 auf 140 Gramm reduziert. Das ist eine Reduzierung von 11%. Das ist ein ganz ordentlicher Wert, wenn man vor allem bedenkt, dass in den Jahren vorher wir nur etwa 1% Reduktion pro Jahr hatten. Und jetzt haben wir hier also innerhalb eines Jahres 11%. Also das ist also wirklich ein eindeutiges Zeichen dafür, dass hier jetzt die CO2-Reduzierung sehr stark vorankommt. Wir wissen auch, woran das liegt. Das ist natürlich logischerweise die neuen Grenzwerte zu den CO2-Flottenwerten, die eingehalten werden müssen, die Jahr für Jahr verschärft werden. 2020 war das Jahr, wo wir diesen 95-Gramm-Wert hatten und wo man noch hier und da was abziehen konnte. 2021 geht das so einfach nicht mehr und die Reduzierung geht ja schrittweise weiter bis 2030. Interessant ist, dass gerade die Renault-Gruppe mit den Marken Renault und Dacia eine sehr, sehr starke Reduzierung bei den CO2-Emissionen haben. Das mag vielleicht auch an den guten Verkaufszahlen des Zoe liegen, mal nur so mal als Vermutung reingehauen. Hier seht ihr hier in dieser Größe Tabelle 2 rechts am Rand nochmal, könnt ihr sehen, welche Hersteller hier besonders stark bei Elektrofahrzeugen, bei den Neuzulassungen vertreten sind. Schaut euch das mal an. Im Dezember waren es 48% vom Daimler-Konzern, insgesamt 23%. Und insgesamt liegen die Hersteller jetzt bei 27% Elektroanteil, heißt also immer batterieelektrisches und Plug-in-Hybrid. Und insgesamt bei 14%, Entschuldigung, der Dezemberanteil ist hier nochmal extra aufgeführt bei 27%. Also hier wirklich auch ein klares Zeichen, bis auf einige wenige geht jetzt wirklich die Post ab. Und was mich besonders interessiert, ich bin ja viele Jahre Toyota Prius gefahren. Toyota liegt hier relativ abgeschlagen mit einem Jahresanteil von nur 3%. Das ist ganz klar, wer kein Elektrofahrzeug hat, der kann auch da nicht in der Statistik großartig auftauchen. Toyota hat jetzt angefangen, so ein bisschen nachzuziehen. Mazda zusammen bilden so einen Pool, aber so richtig laut spielt die Musik damit nicht. Toyota muss wirklich gucken, dass sie aus dieser Hybrid-Ecke rauskommen und möglichst schnell nicht nur beim Wasserstoff, sondern eben auch bei den batterieelektrischen Fahrzeugen deutlich, deutlich zulegen. Ja, gucken wir mal weiter. Flotten-CO2-Grenzwerte auch hier ganz interessant. Zum Beispiel, dass Renault diesen Wert 95 Gramm im Dezember immerhin einhalten konnte. Dazu muss man vielleicht nochmal sagen, dass nicht jeder Hersteller genau diese 95 Gramm pro Kilometer einhalten muss. Das hängt also ab davon, was sie für Fahrzeuge verkaufen. Einige dürfen ein bisschen mehr emittieren, andere pro Kilometer ein bisschen weniger. Wir können trotzdem mal bei diesem Durchschnittswert von 95 Gramm bleiben und dann können wir sehen, dass alle Hersteller, wie ich schon gesagt habe, im Jahr 2020 bei 140 Gramm im Durchschnitt liegen. Das ist natürlich noch viel zu hoch. Im Dezember allerdings haben sich die Marken sehr deutlicher diesen 95 Gramm Wert schon angenähert, was sicherlich damit zu tun hat, wie ich es vorhin gesagt habe, dass im Dezember 2020 Elektroautos wie geschnitten Brot zugelassen wurden. Wir wissen ja letztlich auch, woran es liegt. Man wollte einfach zum Jahresende wusste man genau, wie viel Elektrofahrzeuge musste noch auf die Straße bringen. Und dann hat man entsprechend praktisch punktgenau so viele Elektrofahrzeuge dann rausgebracht, so viel man eben hatte, um den Strafzahlungen möglichst zu umgehen. Gelungen ist es, soweit ich informiert bin, glaube ich, so gut wie gar keinem. Ja, hier, und das ist auch nochmal, was das ICCT hier auch nochmal deutlich kritisiert, nämlich der extrem hohe Anteil an Plug-in-Hybriden. Kritisiert im Sinne von, naja, bei diesen Fahrzeugen, das habe ich auch schon beim letzten Studiendurchblick gesagt, bei den Fahrzeugen kann man eben nicht hundertprozentig vorhersagen, wie werden sie genutzt, wie wirkt sich so ein Plug-in-Hybrid tatsächlich aus in Bezug auf die reale CO2-Reduzierung. Wird das Fahrzeug viel geladen, viel elektrisch gefahren oder eben doch nur irgendwie an der Tanke sozusagen mit Energie versorgt, dann hat man einen Bärendienst erwiesen. Also hier muss man wirklich gucken, dass man schnellstmöglich Regelungen findet, dass die Leute ermuntert und motiviert werden, solche Fahrzeuge auch bestimmungsgemäß zu nutzen, nämlich im Prinzip so gut es geht immer elektrisch zu fahren und nur eben auf bestimmten Touren auf den Verbrenner zurückzugreifen, beziehungsweise wenn eben Ladestationen nicht zur Verfügung stand. Da muss man sicherlich eine ganze Menge tun und das hoffe ich natürlich sehr, dass sich da auch viel tun wird und dass alle, die so ein Fahrzeug haben, auch entsprechend sich verhalten werden. Ja, also das ist ein sehr spannendes Papier. Hier können wir auch nochmal so einen Blick werfen darauf, wie viele Elektrofahrzeuge in welchen Bundesländern zu welchen Durchschnitten zugelassen wurden. Ich habe euch mal Berlin und Brandenburg mit blauen Pfeilen hier markiert.
ist ja schließlich Interessengemeinschaft Elektromobilität Berlin-Brandenburg, die überregionalste regionale Interessengruppe für Elektrofahrzeuge. Und es freut mich natürlich, dass Berlin hier so weit vorne liegt und Brandenburg auch nicht ganz weit abgeschlagen ist. Die gelbe gestrichelte Durchschnittslinie zeigt hier nochmal den durchschnittlichen Zulassungswert von ungefähr 14%. Ja, das also hier zu dieser Studie. Hier nochmal ein Blick auf die einzelnen Fahrzeugklassen. Das ist jetzt für uns im Moment nicht so wahnsinnig interessant. Und dann war es das auch schon mit diesem Blick auf diese drei Studien. Und was kann man jetzt im Endeffekt daraus ziehen? Die Elektromobilität ist auf jeden Fall in Deutschland angekommen. Wer hätte das gedacht noch vor ein paar Jahren? Grund dafür sind natürlich einerseits die hohen Förderungen, die rausgehauen werden, der hohe Anteil der Plug-in-Hybride. Naja, müssen wir auch nicht lange drüber reden, woher das kommt. Aber auch immer mehr Privatkäufer finden eben Lust und haben Spaß an Elektromobilität, greifen zu. Es gibt mehr Modelle, es gibt mehr Auswahl, die Zuverlässigkeit ist gestiegen, die Ladeinfrastruktur ist besser geworden und die Fahrzeuge selber haben sich natürlich auch extrem weiterentwickelt. Gibt es denn noch irgendwelche Gründe daran zu zweifeln, dass das so weitergeht? Aus meiner Sicht natürlich gar nicht. Erstmal haben wir weiterhin noch einige Jahre die hohe Förderung. Andererseits geht der Ausbau der Ladeinfrastruktur, ich habe es eben schon gesagt, massiv voran. Es gibt bestimmte Erleichterungen, ist inzwischen auch für Mieter und Wohnungseigentümer, da tut sich eine ganze Menge. Und was ganz wichtig ist, es werden in Europa, und dazu kommt dann demnächst bei uns auch eine etwas umfangreichere Reportage auf dem Kanal, in Europa und in Deutschland geht mit der Batteriezellfertigung jetzt endlich los. Und damit ist nicht nur Tesla gemeint, sondern auch viele andere Fabriken, Microvast hier in Brandenburg, in Ludwigsfelde sei genannt, oder Schwarzheide mit Varta sei da genannt, mit BASF sei genannt, Varta sei erwähnt und so weiter. Also hier tut sich unheimlich viel in Deutschland und in Brand und in Europa insgesamt. Das heißt, hier werden solche Batteriezellfertigungskapazitäten aufgebaut, dass der Zug eigentlich wirklich klar und deutlich in die Richtung Elektromobilität abgefahren ist und wir eigentlich auch unter Berücksichtigung der weitergehenden Ansprüche an die CO2-Reduktion durch die Flottengrenzwerte, aber auch durch die Treibhausgasquote, die immer härter wird, gibt es eigentlich für die Hersteller gar keine andere Wahl mehr, als massiv auf Elektromobilität zu setzen. That's the way to go. Positive, gute Aussichten also fürs nächste Jahr. Bleibt dran. Das war's für diesmal. Bin bei knapp unter 20 Minuten geblieben. Sportlich. Vielen Dank fürs Zugucken. Bin gespannt auf eure Kommentare. Wie seht ihr das? Seid ihr auch der Meinung, dass es jetzt für die E-Mobilität erst richtig losgeht? Kommt noch Wasserstoff oder fällt vielleicht noch was ganz Neues vom Himmel, von dem wir alle noch überhaupt keine Ahnung haben? Schreibt es ruhig in die Kommentare. Vielen Dank fürs Zugucken. Bis zum nächsten Mal. Julian sagt Tschüss.